So, ich mache schnell den Flug ein. Und du sagst mir, wie das tönt, aussieht. Es tönt gut. Es tönt gut, keine Störgeräusche. Ja, ich habe ich ausgesteckt. Die Heizung auch. Und der Ton ist drauf. Das Bild ist auch drauf, ja. Boom! Neue Solo-Folge, aber wieder mal im Studio. Das muss man auch wieder mal machen. Mit dem Produzenten Christoph Soltmanowski. Schön bist du. Schön bist du da. Ja, sonst würde es nicht funktionieren. Ja, sonst wäre schwierig. Wird das Duo in dem Moment nicht funktionieren. Wir haben es nicht geschafft, diese Woche einen Gast zu organisieren. Also ich habe es nicht geschafft. Weil kurzfristige Absage und irgendwann ist mir dann halt ein bisschen zu knapp dran. Ich bin eh immer zu knapp dran. Habe ich jetzt, schöner Übergang, habe ich jetzt gemerkt, letztes Wochenende. Ich habe mir zwar genug Spatzung berechnet, aber ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, lieber Christoph. Oh. Ich hatte einen Auftritt gehabt für einen Verein, gebucht worden für einen Vereinsanlass. Ja, die haben ein Jubiläum gehabt, haben gesagt, wir würden gerne die buchen, Comedy, Unterhaltung für unsere Mitglieder. Samstag um 3 Uhr am Nachmittag. In Kappel am Albis. Bei Mettmestetten. Ja? Wunderschön. Und ich zugesagt, alles wunderbar. Dann kommt der Samstag, ich bin zuerst noch in Basel, mit der Freundin auf Zürich gefahren, dort noch schnell das andere Hemd angezogen, wo ich gerne habe für den Auftritt. Und warte jetzt, 3 ist der Auftritt, 2:30 Soundcheck, weil davor ist irgendwie noch eine Band gesehen. Da haben sie gesagt, dort war gerade ein Zeitfenster für Soundcheck zwischen 2:30 und 3. Das ist vielleicht schon ein bisschen eher knapp, aber das ist eigentlich kein Problem. Ja. So, was hat man normalerweise auf Kappel am Albis? Etwa 25 Minuten. Ich bin 15 vor aus dem Haus, das heisst, bis ich effektiv losgefahren bin, vielleicht 48, 49 gesehen. So, denkt, gehst du noch ein bisschen spatzig. Dann fahre ich los. Neue Limmatplatz. Dann heisst es hier Langstrasse entlang, oder Google Maps. Und dann links, Europaallee. Und dann stand ich dort schon 5-10 Minuten. Ich denke, oh, das stand jetzt aber schon eher lang für die Europaallee. Ja. Ich denke, so gut, Samstag, Zürich, ja, ein bisschen viel Verkehr. Ja, noch. Schreib schnell, sag, hey, es wird vielleicht ein bisschen knapp, vielleicht bin ich zu knapp auf Soundcheck, bin ich dort. Also, kein Problem, alles klar. Dann merke ich, ich stand jetzt schon etwa 25 Minuten. Und zwar einfach gestanden, fix. Kannst nicht zurück, kannst nicht führen, kannst nicht links, kannst nicht rechts. Und dann denke ich, das ist jetzt schon sehr unüblich, dass ich einfach nur da stand. Ja, bin so langsam ein bisschen am Verzweifeln und so. Und dann sehe ich immer mehr Menschen mit so Regenbogenflaggen und Fahnen rumlaufen. Ich habe es nicht einmal mitgekriegt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Pride ist. Und habe meinem Google Maps vertraut, der gesagt hat, fahr einmal quer durch die ganze Stadt in Zürich, weil dann schneller bei Kappel am Albis bist. Dann habe ich es irgendwann nach einer halben Stunde mal über die Brücke geschafft, bei der Silpost. Und dort müsste man rechts zum Casino etc. Nicht im Casino, was ist das jetzt? Ja, einfach dort Stall 6 und das Zeugs. Und dann ist natürlich dort Fahrverbot abgesperrt. Das heisst, die einzige Lösung, die du kannst machen, du musst links gehen. Wo landest du denn? Am HB. Am Samstagnachmittag, wo die Stadt eh schon dicht ist und kein Auto vorankommt. Und dort habe ich wirklich ganz kurz geheult. Dort habe ich gemeint, ich schaffe es nicht mehr. Dort habe ich wirklich gemeint, es ist vorbei. Weil ich bin dort sicher noch mal eine halbe Stunde gestanden. Oder 20, 25 vielleicht. So, dass wo ich dann irgendwann links hinten rum konnte rausfahren, ich nach einer Stunde wieder am Limmatplatz gesehen bin. Super erfolgreicher Tag. Zweieinhalb Kilometer oder so. Also, ich habe dann noch den Joke gemacht, wo ich dann tatsächlich den Auftritt gemacht habe, eine Stunde verspätet. Habe ich dann gesagt, mein Apple Watch hat gesagt, früher hätte ich mich noch mehr bewegt. Weil es wirklich, also, Laufen war schneller gewesen. Ich habe geschaut, ob ich irgendwie am HB könnte auf den Zug gehen, aber mit ÖV, weil das dann irgendwie halt ein bisschen außerhalb war. Mhm. So, hatte ich auch 1,5 Stunden gehabt. Also, ich bin schlussendlich, um 3 war mein Auftritt gewesen, um 3:30 bin ich dort gewesen. Und dann habe ich halt um 4 gemacht.
Aber ich konnte es machen und es ist alles okay gekommen. Aber manchmal ist das ja gut. Es gibt ja auch so Stars, wo die Leute extra ein bisschen warten lernen. Und ja, ja. Die man finden das gar nicht so schlecht. Das ist, also das wertet ja manchmal auch. Also die Vorfreude geht ja dann länger. Ja, also anscheinend haben sie auch gar nicht so viel mitgekriegt, dass ich jetzt effektiv zu spät bin, weil sie nicht genau den Zeitplan angelegt haben. Oder die haben gedacht, der kommt immer zu spät, das ist normal. Ja, und sie haben eine Bar gehabt und einen DJ und also weißt du, es ist ja schon Programm gelaufen, oder? Aber das Gefühl ist natürlich schon ultimativ beschissen, wenn du einfach dort hockst. Und also ich wirklich nichts können machen. Und ich habe dummerweise meinem Google Maps vertraut und habe nicht überlegt und habe gewusst, dass Pride ist und so. Also natürlich nehme ich trotzdem 90% von der Schuld auf mich. Weil halt einfach in so einem Moment hasse ich mich gerne selber, weil ich dann einfach so finde, du Trottel, irgendwie eben. Man hätte sicher etwas können machen können, um das ein bisschen mehr präventiv zu verhindern, aber du fühlst dich so hilflos, weil du kannst, eben wenn es dann schon so wie das ist, kannst du einfach nichts mehr machen. Ja, aber du bist ja nicht von Anfang auf dem letzten Zacken gewesen und du hast einfach nicht bedacht, dass vielleicht Zürich breit könnte sein, oder hast du das einfach nicht auf deiner Agenda gehabt? Das nicht, aber schon nur der Gedanke, am Samstag durch Zürich fahren, ist vielleicht schon ein bisschen blöd. Ist meistens schwierig, ja. ja, das ist, aber da habe ich gemerkt, das ist wirklich noch nie passiert und ich hoffe auch, dass es mir nie mehr passiert. Aber das ist mein Wochenende gesehen. Das ist sehr, sehr ein spannendes Erlebnis gesehen. Der Auftritt an sich ist dann tatsächlich gut gesehen. Also weißt, wenn du mal dort bist und die Leute und so, hat dann doch noch Spass gemacht. An der Stelle nochmal sorry an die Menschen, falls irgendjemand zulässt, dass ich zu spät gekommen bin. Aber eben viele haben es anscheinend gar nicht mitgekriegt. Aber du hast es ja wahrscheinlich auch thematisiert dort. Und also ganz am Anfang. Du hast ja immer eine Story gesagt zum Erzählen. Auch jetzt auch wieder, oder? Also. Ja, also musst. Weil es ist wirklich. In dem Moment ist auf die absolute Hilflosigkeit dort. Und das muss man thematisieren. Also, stating the obvious, oder? Mhm. Ich meine, du hast ja schon Stars und Promis und was weiß ich interviewt. Dort wird es dann eben wahrscheinlich ganz extra gemacht, dass man dann ein bisschen später kommt und du schon ein bisschen musst warten oder so. Ja, es gibt so jemanden, wo das prinzipiell die Leute eine Stunde warten. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Ein grosser Schweizer. Ah, in der Schweiz sogar? Ja, ja. Ich sage das dann nach dem Podcast, wer das ist. Jemand, wo wir vielleicht auch mal zu Gast werden haben bei uns, ja. Oh, okay. Sehr aber spannend. Wir dürfen jetzt nicht sagen, ja. Man sagt es denn, wenn die Person zu Gast ist? Genau. Oder wenn du es mir gesagt hast, dann habe ich es ja vielleicht von irgendjemandem erfahren und dann tue ich es vielleicht auch von sonst mal im Podcast erzählen. Man sagt so. Ja, genau. Ja, aber das ist noch lustig, weil man sagt ja noch ganz viel und bei gewissen tut es sich dann extrem bewahrheitet und bei anderen findest du so, ich glaube jetzt nicht. Und ich glaube, es hat auch immer damit zu tun, in welchem Verhältnis man zu diesen Personen steht. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand eh schon einfach grundlos, nein, sicher nicht grundlos, aber einfach mal so per se ein bisschen Aversion gegen Schurnis hat, dann wird deine Beziehung zu dieser Person schwieriger sein, als zum Beispiel, wenn ich mit dieser Person Auftritt habe. Ja, das ist immer das Verhältnis, ist eine Frage, aber das ist mir mal ganz ein peinlicher passiert mit dem Michael von der Heide, wo ich so irgendwie gehört habe, dass ich arrogant und so. Und jetzt habe ich den mal irgendwie kennengelernt an einer Party und dann ist mir etwas Peinliches rausgerutscht und ich gesagt, du bist ja gar nicht so arrogant, wie alle sagen. Wirklich? Habe ich gemerkt, das ist jetzt vielleicht nicht gerade... Aber was hat er denn gesagt? Also, er hat das relativ cool aufgenommen, ja. Weil quasi, ich habe gehört über dich, aber das stimmt ja gar nicht. Weil das gibt's sehr oft. Offen und also sehr offen gewesen von mir, ja. Es gibt ja dann auch es gibt dann auf einmal so a common sense von jemandem, dann heisst das und das. Weil ich zum Beispiel habe das noch nie gehört von Michael von der Heide. Den müssen wir mal einladen. Ja, vielleicht habe ich, du weißt ja, wie so Sachen entstehen, du musst nur von zwei verschiedenen Leuten irgendetwas hören und dann schlüsse ich aus dem, das ist so. Natürlich. Das ist vielleicht, ich meine, jeder ist mal, ich glaube, als Promi muss man ja extra höflich sein mit den Leuten. Also darf man ja auch nicht vergessen, irgendjemanden zu grüßen. Das heisst gerade, dann bin ich da mal begegnet und der grüßt mich nicht einmal und so. Also. Ja, also ich habe mal von jemandem vom Fernsehen gehört, der jetzt leider nicht mehr lebt, aber wo damals gesagt hat, du kannst eh nie allen recht machen. Ja? Also das ist ja sowieso klar, aber das Beispiel ist gesehen,
stell dir vor, du bist jetzt jemand mit einer Bekanntheit, wo einfach so ziemlich alle wissen, was ist. Jetzt kommst du an eine Party mit drei Freunden. Und jetzt hast du an dieser Party eine Sau-Gaudi. Jetzt findest du es grossartig dort. Hast Spass, tanzt, lachst und Zeugs und Sachen. Dann heisst es, schau mal den Randl. Muss sich wieder inszenieren, oder? Muss immer im Mittelpunkt stehen. Genau, es langt ihm nicht, dass ihn alle kennen. Er muss dann auch zeigen, dass er da ist. Ja? Jetzt kann es umgekehrt sein. Jetzt kommt die gleiche Person an die Party und sagt so, ich will nicht groß auffallen, bin eher im Hintergrund, da macht jetzt nicht groß etwas. Dann heisst es, schau mal. Arrogant, oder? Das ist gar nicht lustig, das ist doch ein Comedian. Wieso ist der nicht lustig? Ja, das kommt dann noch dazu. Das kommt dann noch dazu. Das habe ich auch schon gehört von Comedians, wo mir mal jemand gesagt hat, oh, habe ich mal kennengelernt, zuerst ganz nett gesehen und dann nachher aber, wo der Dancefloor aufgegangen ist, dann hat die Person müssen abtanzen bis zum geht nicht mehr, eben zum zeigen, dass sie da ist. Und dann ist aber vielleicht gibst du das ja, mit dem gibst du dann den Leuten auch das, was sie wollen und vielleicht willst du auch einfach tanzen. Also weißt du? Du stehst einfach unter dem Vergrößerungsglas. Hm. Aber ich finde, das hat sich auch ein bisschen beruhigt, oder? Weil das ganze Promi-Zeugs, meiner Meinung nach, ist ja extrem abgeflacht, weil so segmentiert Menschen für einen kleinen Bruchteil von Personen überhaupt noch Promi sind. Oder? Früher hast du irgendwie drei Fernsehstars gehabt und die haben oft alle kennt. Oder? Der Peach Weber hat das ja erzählt gehabt, mit dem Klibi, ist ja der Klassiker. Der Klibi hat am Freitag niemand kennt, dann ist er so Teleboy und am Montag oder am Sonntag schon haben ihn alle kennt. Und ich meine, so eine Stufe von Bekanntheit gibt es ja, und meiner Meinung nach zum Glück, gibt es gar nicht mehr, sondern segmentiert sich. Du hast irgendwie, YouTube-Bereich ist etwas anderes als irgendwie eine Bühne und Fernsehen hat nicht mehr so eine grosse Wichtigkeit, sondern das hat sich auch segmentiert auf verschiedene Bereiche. Es ist mehr On-Demand, dann ein Podcast. Ich meine, Radio, weiss ich noch, 80er Lokalradio, da bist du ja absolute Überprominenz gesehen, oder? Weil das ist etwas Neues gesehen und es ist das direkteste Medium gesehen, das es gegeben hat. Querbeet durch alle Generationen. Also genau. Du hast ja einfach im Wetten, dass auftreten, nachher vom Kleinkind bis zur Oma haben alle gewusst, wer Madonna ist, oder? Absolut. Und natürlich gibt es noch so zwei, drei. Aber ich meine, wenn ich dann mittlerweile sehe, gut, jetzt während der Pandemie nicht, aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich sehe, was so das Hallenstadion füllt, internationale Acts, ja, da ist so vor 20 Jahren, hast du alle in dieser Liste kennt und jetzt ist es irgendwie schon extrem auch wieder aufteilt, wo du sagst, das ist eine spezifische, keine Ahnung, Hardrock-Band, die ich nicht einmal kenne. Und das heisst nicht, dass ich nie Hardrock los, aber kenne ich jetzt nicht, aber deren läuft es jetzt gerade brutal. Boah, die gehen ins Hallenstadion. Also es ist alles globaler geworden und segmentierter gleichzeitig. Früher hast du, also was das Problem im Moment ist, es wächst nichts mehr nachher, wo alle Generationen abdeckt, fast nichts. Du hast einfach die spezifischen, du hast eben die Metal-Szene, dann hast du irgendwie die YouTuber-Szene. Yeah. Und die jetzt Hallenstadion oder regelmäßig grossfühlend und mehrmals fühlend, das sind zur Hälfte Leute aus der Vergangenheit. Ja klar, wo du auch noch mal willst sehen, oder? Ja. Wie aber! Weltklasse. Mhm. Wir tun jetzt alle die Tribute-Bands, die tun mir so leid. Was machen die ab jetzt? Ja, die müssen jetzt neue Songs lernen. Die müssen das dann auch tributen nachher. Ja, aber machen jetzt quasi, sagen sie, wir machen Pause. So, wir sitzen jetzt mal an, hey, wir machen mal schnell 3 Jahre Pause, wir lernen schnell die Richtigen wieder ein bisschen spielen und dann kommen wir wieder und machen wieder unsere Tribute-Shows. Also klar kannst du immer noch im Kleinen spielen, aber ich weiß jetzt nicht, ob gerade alle finden, wir wollen jetzt unbedingt noch eine ABBA-Tribute-Show buchen. Wenn die, das ist ja wahrscheinlich erst der Start, was sie jetzt in London machen werden mit diesen Hologrammen. Mal schauen, also ich habe auch schon Verwechslungen gegeben, dass jetzt Leute, das ist ja gerade so eine Tribute-Show, aber Gold unterwegs, dass also Leute gemeint haben, das sind sie jetzt kommen sie, oder? Also, ja, ja. Jo, profitieren gut, vielleicht auch von dem, ja. Das ist immer gut, wenn du so ganz kleine, ist halt blöd, wenn die Leute schon tot sind, also Jimi Hendrix Experience, wirst du wissen, dass es nicht der Jimi Hendrix ist, oder?
Aber bei ABBA hast du natürlich gut von diesen Verwechslungen können leben. Und ich habe mir auch überlegt, wie sie denn die Hologramm-Geschichte machen. Also sie sind ja dann effektiv in diesen Anzügen, oder? Also es wird einfach aufgezeichnet und die müssen ja dann gar nicht mehr dabei sein. Und jetzt ist ja in London wird extra das Theater gebaut. Genau. Aber die werden doch die trotzdem irgendwie winken. Also die werden doch irgendwie vorher schnell auf die Bühne kommen. Also meines Wissens nach sind die nicht präsent an der Show. Das ist ja Weltklasse. Also die Show wird ewig können weiterlaufen, auch nach ihrem Ableben. Und das, was sie jetzt quasi an Bewegungen aufzeichnen, das tun sie dann auf die, also quasi junge, aber Mitglieder. Das weiß ich nicht. Ich glaube, Details sind auch noch nicht alle bekannt zu dieser Show. Es gibt ja so den Trailer jetzt zu den zwei neuen Songs. Ja. Yeah. Wo also man sieht, wie sie dann abbildet werden. Und sie werden sicher nicht älter ausgesehen, als sie jetzt sind, ja. Das sicher nicht. Es kann sein, dass wir so, es gibt ja so Elvis-Shows, wo dann der Elvis am Schluss, wo drei Elvis auf der Bühne stehen, in verschiedenen Stadien, also in verschiedenen Alter. Ja. Vielleicht wird das auch so etwas sein, dass sie einfach ihre auch irgendwie sich da künstlich virtuell verjüngen lassen. Und einmal die Songs, wo sie performen, sie werden ja da wahrscheinlich ihren ganzen Katalog oder die größten Hits performen, ja, muss ja. Wo sich dann quasi ihr Äußeres dem anpasst, könnte ich mir vorstellen. Ah, okay. Ich habe gedacht, dann stehen wieder einfach die 70s ABBA als Hologramm dort. So, aber vielleicht gibt es tatsächlich auch eine Evolution. Wir lassen uns überraschen. Ja. Also Details weiß ich noch nicht, aber ich habe das immer als Beispiel. Ich mache ein Magazin, wo es um Live-Entertainment geht. Und ich habe immer als gesagt, wenn jemand gesagt hat, ja, kommt die Story garantiert, können wir das sicher machen, können wir da aufs Cover. Dann sage ich seit 10 Jahren schon, ja, außer irgendetwas trifft ein, wie zum Beispiel das ABBA Revival. Und alle haben immer gelacht. Und jetzt ist es tatsächlich. Cool, ich habe es immer gewusst. Hast du jetzt die Startseite ändern? Nein, sie kommen ja nicht in die Schweiz im Moment. Nein, aber vielleicht kommen sie ja noch. Eben, ja, also die Show die lässt sich ja einfach reproduzieren. Die können wahrscheinlich auch gleichzeitig an verschiedenen Orten auf der Welt stattfinden. So, wie ich das verstanden habe. Dann machst du einmal in Dübendorf oder eben im Hallenstadion oder was weiß ich. Und dann ist es gleichzeitig in Paris und in London und... Ja, aber eben, es verliert krass. Natürlich, es ist halt wie ein Film halt, oder? Es verliert den Reiz, dass du weißt, der Star ist wirklich dort. Und es ist nicht wirklich die Person wirklich präsent, sondern du merkst wie eine Aufzeichnung. Die Frage ist natürlich, was gibst du jetzt lieber? Gibst du eben irgendwie Leute, wo sie imitieren und probieren mit dir irgendeine Stimmung zu erzeugen? Oder sagst du, ich will lieber... das Original, auch wenn es nicht mehr echt ist. Also ich meine, es hat ja schon irgendwie so, wer hast du gesehen? Tupac hat irgendwie mal so eine Hologramm-Show gehabt. Whitney Houston. Ja. Aber das sind immer nur so einmalige Geschichten gesehen. Also habe ich das Gefühl, ist vielleicht das Feedback nicht übermäßig gesehen. Nein, ich glaube, es sind nicht wirklich der Burner. Es ist einfach speziell und es ist natürlich speziell. Und als Fan willst du das natürlich sehen, auch wenn nicht die echte oder der echte Star dort ist. Vor allem natürlich bei denen, die nicht mehr unter uns sind, im realen Leben, bietet das einen Mehrwert. Und sonst vielleicht auch, so wie, es gibt ja auch gibt ja so Tour mit der Musik von Hans Zimmer, wo er aber nicht dort ist, wo offenbar ja auch auf Interesse stößt, ja, weil seine Musik nicht gespielt wird. Ja. Weil es ja nicht wirklich seine Musik ist. Ja, da lässt sich auch darüber diskutieren. Ja. Weil irgendwie 30 Menschen auf Red Bull Überstunden geschoben haben, um ihm seine Musik zu komponieren. Man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob es 30 sind, aber logischerweise ist ein Team wie auch der Jeff Koons. Das ist ja so ein Liebling von mir, wo irgendwie einzelne Bilder für 50 Millionen verkauft und er hat einfach Mitarbeiter, die seine Bilder für ihn machen. Und die tut er jetzt sogar noch ersetzen mit Robotern. Weißt du, wo er dann so programmieren kann, damit einfach mehr Masse raushauen kann. Aber das ist ja dann schon wieder Teil vom Kunstwerk. Das ist ja Andy Warhol mit seiner Factory, wo er mit dem angefangen hat. Genau. Das ist eigentlich der Maestro gar nicht mehr muss dabei sein oder vielleicht noch seine Signatur drunter setzt und das einfach quasi in der Fabrik
industriell produziert wird. Weißt du, was ich geschaut habe? Mhm. Dokumentation über den Bob Ross. Kennst du den noch? Musst du mir schnell helfen, dass irgendein Glocke läutet bei mir. Bob Ross, ja. Jetzt kannst du für dich selber googlen. Das finde ich großartig. Jetzt, grad, ja. Jetzt google ich mir da den Bob Ross. Gehst du mal Bob Ross und jetzt Achtung. Der Maler Bob Ross, Daytona Beach. Verstorben 1995. Schau mal ein Bild an. Haben wir es nicht neulich schon mal von dem gehabt? Warte mal. Das kann sein. Bob Ross, das ist der, der so Malkurs, schnell Malkurs gemacht hat in den 80er Jahren. A la prima, habe ich gelernt. Das heißt a la prima. Wo du eigentlich so im Schnellverfahren kannst du das Bild malen, wenn du genau das so machst, wie er das erzählt. Oder es sieht leicht aus, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht. Nein, es ist schon nicht so einfach, natürlich. Aber es ist eine spezielle Maltechnik, die es einem erlaubt, sicher schneller und einfacher zu malen. Mhm. Weil das dann irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, irgendwie halb trocken, halb feuchte Farbe, irgendwie so schnell. Und du kannst halt immer wieder ausbessern, oder? Also, habe ich jetzt ja gerade gelernt von einem Kollegen, dass es so der Unterschied zwischen Matisse und Picasso ist, zum Beispiel gesehen, der eine hat das Bild konstant weiter bearbeitet. Also, eben das war dann eher so die Bob Ross-Variante. Der hat 2 Minuten vor Schluss von der Sendung, macht die eine schon das Zeichen, so musst langsam aufhören. Mhm. Und dann sagt er, and now we're gonna make a tree. Und dann hat er einfach noch zumindest aufs Bild, macht so einen riesen schwarzen Strich und fährt so an und einen Baum über das Ganze zu malen. Und unter anderem, jetzt weiß ich aber gerade, welche gesehen ist, unter anderem findet, es muss in einem Guss passieren. Du tust nicht übermalen oder so, sondern du sagst, das ist das, das ist das, das ist das. Oder? Und eben beim Bob Ross hat man können, sein Sohn tut das immer noch unterrichten, sozusagen. Und beim Bob Ross hat man können lernen, wie man schnell, einfach etwas, schau mal. Also das sind Leute, die tun offenbar nicht nur malen wie der Bob Ross, sondern die tun sich dann auch noch so verkleiden. Ja, es gibt sogar ganze Treffen, wo dann alle sich als Bob Ross verkleiden, zum dann eben malen. Und was ich gelernt habe aus dieser Doku ist, kauf nichts, wo in irgendeiner Art und Weise sein Name oder sein Bild drauf ist. Weil das sind die bösen Kowalskis, die das von ihm gestohlen haben. Ah ja. Ja, die haben alle recht. Ich habe ein YouTube-Video gefunden, Haselbrücke will wie Bob Ross malen. Das kenne ich, das ist ja geil. Mhm. Aber spiel's nicht ab, sonst sind wir tot. Sonst sind wir tot. Aber das ist, was schön gesehen ist, es steht irgendwie so Bob Ross, weiß ich nicht, Good Vibes, da und Intrigen, oder irgendwie so heißt es, ich weiß nicht, wie es heißt. Und dann habe ich so gedacht, oh je, jetzt kommt sicher raus, dass der ein riesen Arsch gesehen ist. Das ist dann immer so ein bisschen enttäuschend, weil er ist eigentlich der Erfinder von ASMR. Wenn du willst. Ah, wenn er so redet, ja. Ja, weil das hat er ja ganz bewusst gemacht. Weil es hat einen anderen gegeben. Der hat vor ihm hat auch schon so eine Mall-Show gehabt. Und der hat tönt wieder, kennst du Wolfgang Puck? Natürlich. Ja, der genau gleich tönt. Wolfgang Puck, der Koch? Ja. Ich habe einen Verwandten über 3 Ecken, der für ihn geschafft hat, ja. Oder immer noch für ihn schafft. Wirklich? Ja, ja. Der ist ja, ich glaube, der ist Österreich ursprünglich, oder? Wolfgang Puck. Puck. But then in the 70s, I went to America. It was my dream to go to America. Das gastronomische Pendant zum Arnold Schwarzenegger. Sozusagen. Aber es ist so geil mit seinen falschen Zähnen. Erzählt er. And I wanted to drive a Cadillac through the city. This is how a steak should taste like. So, das ist der Wolfgang Puck. Und das hat eben einen Moler gegeben, wo eben so eine Show gehabt hat, der genau gleich. Und das ist so, and here you take the brush, and with the brush you stripe it over. Und so. Und dann hat eben irgendwie der Bob Ross gemerkt, er will das Gegenteil machen. And that's why he always talked like this. Just little scratches. So, und das ist eigentlich der Erfinder von ASMR, meiner Meinung nach. Weil sie haben dann auch herausgefunden, dass hauptsächlich Frauen Bob Ross geschaut haben und er hat sehr viel sehr deutliche Briefe gekriegt und so. Ob seine Frisur, die Rüssel in Strubli hat, das ist glaube ich in dieser Zeit auch recht en vogue gewesen, oder? Also,
Ja, aber schon nicht Norm. Nein. Er hat immer schon mit seinen Haaren gespielt und irgendwann hat er sich für den Perm entschieden. Mhm. Ja. Du bist informiert, ja. Ja, eben, ich habe die Doku geschaut, darum weiß ich jetzt alles. Mhm. Und was ich wollte sagen ist, es ist dann rausgekommen, dass er wirklich einer der liebsten Menschen aller Zeiten ist. Und das hat mich irgendwie beruhigt, das finde ich irgendwie schön. Also weißt du, weil eben gerade, wie wir es davor hatten, so der Ruf, den jemand hat und bla und bla. Und es ist ja noch oft so, dass Menschen, die nach außen irgendwie so super eben happy und friendly und was weiß ich wirken, dass das dann eben meistens vermeintlich, sage ich jetzt mal, Arschlöcher sind. Ich habe das Gefühl, das Problem ist dort, habe ich zum Teil selber schon ein bisschen erfahren, jetzt hast du nicht den besten Tag und du sagst vielleicht nicht super freundlich Hallo, dann eben heisst es schon, ja, sag mal, ist ja gar nicht so, wie er tut. Weil es umgekehrt, das hatte ich auch schon gehabt. Wo ich beim Lokalfernsehen gesehen bin, so Jugendfernsehen, dort bin ich der Joey gesehen. Und der Joey ist wirklich so ein bisschen Figur gesehen, wo ich bewusst für das Fernsehen kreiert habe. Das ist so ein bisschen selbstverliebter Schnösel gesehen. Natürlich ist viel von mir drin gesehen von damals, aber sehr übertrieben. Selbstverliebter Schnösel, ein bisschen arrogant und so ein bisschen überhebliche Witz gemacht die ganze Zeit. Jetzt habe ich es nie einfacher gehabt, privat Menschen kennenzulernen. Weil wenn ich denen nur schon gesagt habe, hallo, ich bin der Joel Freud, mir und irgendwie die Hand gegeben habe, haben die gesagt, boah, eben, du bist ja gar nicht so arrogant. Ja. Das ist dann, kommt dann super schnell, oder? Und das Umgekehrte ist, wenn du irgendwie probierst, nett sein zu Menschen, fröhlich, irgendwie, eben, ich meine, das Ding heisst Feel Good Podcast, meine Comedy zielt eigentlich auch darauf ab, eher Positivität zu versprechen als etwas anderes. Und dann bist du irgendwie mal eben nicht so gut drauf oder es nervt dich etwas, dann ist die Fallhöhe viel stärker. So. Also Ratschlag an alle Promis oder alle, die prominent werden, sind nicht so nett. Da könnt ihr immer noch. Genau, sitzige Arschlöcher. Also, genau. Aber das finde ich dann, auch blöd. Das finde ich auch blöd. Weil gerade, also wir haben es jetzt wieder irgendwie bei einem Auftritt, haben wir es Backstage davor gehabt, wo wir dann so ein bisschen verglichen haben. Weißt du, die wirklich mühsam sind und die super easy und cool sind. Und das sind ja oft die irgendwie es noch nicht wirklich geschafft haben. Weißt du, die irgendwie so auf dem probieren, irgendwie auf dem aufsteigenden Ast zu sein, das sind die Mühsamen. Das sind die sich eben mir wichtiger machen, als sie sind. Weil das irgendwie ihnen das Gefühl von einer Berechtigung gibt. Und die wirklich Grossen, das sind ja die einfachsten. Also ich will kein Name-Dropping machen, aber ich habe wirklich schon ein paar Superstars drauf und es ist unglaublich, wie pflegeleicht die sind und wie unkompliziert. Ja. Und die es noch nicht ganz geschafft haben oder es vielleicht auch nie ganz werden schaffen, das sind die schwierigsten. Gell? Aber schön so. Die wollen alles gegenlesen, die wollen alles, die widerrufen dir dann einen Teil vom Interview wieder und sagen, das wollte ich eigentlich doch nicht. Also bei den Positiven kannst du ja Name-Dropping machen. Die Pflegeleichte. Ja, also ja, das ist ein Schwarzenegger, das ist ein Madonna, es ist ein Sting. Ja. Yeah. Wer habe ich noch drauf? Michael Douglas. Das sind so Leute, wo man eigentlich muss meinen, die hat es nicht nötig, sich irgendwie so erfolgsnah zu gehen. Also so. Die einzige Überraschung in dieser Liste ist eigentlich die Madonna. Weil von der heisst es immer, sie ganz schwierig, oder? Das stimmt, sie überlegt sich sehr gut, sie ist sehr intelligent und überlegt sich sehr gut, was sie sagt. Mhm. Und das, du bekommst keine spontane Antwort von ihr über. Ja. Aber heisst nicht, das ist in dem Sinne nicht schwierig. Ja. Und die machen natürlich auch oft das Good Cop, Bad Cop Spiel, also dass sie einfach irgendwie mega nett sind und Zeit haben. Und dass du aber im Vorfeld, also es ist so oft schon gewesen, das heisst, wenn du jetzt da mit dem Herbert Grönemeyer redest, bitte nicht über seine private Geschichte und seine Freundin und so. Und dann fährt er aber ganz allein von dem, ja, in der Schweiz war ich ja lange verliebt und dann und so. Und, ja, und dann erzählt er die ganze Geschichte, oder? Also. Ja, aber ich meine, also weißt du, das weiß ich noch im ganz Kleinen und ich bin ja kein Promi, ich bin auf der Komiker. Aber trotzdem hast du mit fremden Menschen zu tun, weil irgendwie, keine Ahnung, aber du wirst bucht für etwas oder so. Und wo ich noch ein Management hatte, habe ich auch gemerkt, du kannst natürlich Sachen, die dir jetzt unwohl sind, kannst du über das Management kommunizieren. Oder? Und das Management sagt das dann wahrscheinlich extra noch ein bisschen härter,
als du es jetzt vielleicht meinst, damit eben die Message wie klar ist. So. Aber ich habe das Gefühl, dass es dort dann kann, wie Backfire. Backfire. Was für ein Wort. Ja? Wie nennt man das? Das Shit, dass der Schuss nach hinten raus kann. Ja? Ja. Weil ich habe dann irgendwann mal, wo ich mal einen Wechsel gemacht habe, Agentur, lalala, habe ich den Vertrag mal gesehen von der alten Agentur. Und dort sind dann Sachen drin gestanden, weißt du, eben auch so Rider, was jetzt genau Backstage soll rum sein und was nicht und so. Ich brauche die Hälfte nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum habe ich so einen so eine Früchtenkorb Backstage? Ich will keine Früchteformen auftreten, weißt du? Ah, das hat das Management reingeschrieben, der ja, Joel, weil das ist so ein bisschen Standard und das haben viel drin und weißt, dann kopierst du ein bisschen. Keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Aber es ist manchmal nicht so schlecht, wenn man selber noch eine Kontrolle hat. Es gibt ja die Story, kennst du die von den M&Ms? Gibt ja so irgendwelche, die Reiter, die, also da steht ja, was die Stars alle wollen hinter in ihrem Backstage-VIP-Bereich haben. Und dann gibt es irgendjemand, ich weiß nicht, ist es Bon Jovi oder so, der ist dann immer drin gestanden, auch noch. Er wollte gerne, dass dort eine Schüssel voller, eine ganze Schale voller M&Ms ist. Nur eine Farbe. Aber, nur, keine blaue. Yeah. Keine blaue. Und dann habe ich gefragt, was hat er irgendwie eine Farbphobie oder etwas? Aber die Auflösung war ganz einfach. Die haben einfach anhand von dem, ob die Bedingung erfüllt war, haben sie können kontrollieren, ob alle Bedingungen erfüllt worden sind. Genau. Das heißt Aufmerksamkeit oft, kontrolliert. Ja. Das heisst oft. Dass eben, aber das Spannende ist ja auch, die Bedingungen werden auch oft nicht erfüllt. Also weißt, toll ist irgendwie, bei mir steht, das habe ich jetzt eben dann selber reingeschrieben im Vertrag und so, ich brauche Kaffee, ja, immer, überall Kaffee. Ich weiss, deshalb stelle ich ja immer Kaffee da an, das hat mir dein Manager als erstes mitgeteilt. Das ist auch wichtig, so, und es muss nicht eine Kaffeemaschine in der Garderobe haben, es reicht, wenn man Kaffee organisieren kann, ja, und auch wenn es am Schluss irgendwie dort die kalten sind, die man im Kühlschrank hat, einfach ohne Zucker oder was auch immer. Und das wird meistens erfüllt, aber alles andere, ich brauche nichts speziell, was weiß ich, so und so viel Stil und da, da, da. Es gibt auch eine Geschichte, ich sage jetzt nicht von welcher Band, aber so eine Anekdote, die mir erzählt worden ist, und dann können wir eigentlich auch aufhören, wir sind ja schon über 30 Minuten, eine bekannte Schweizer Band, ja, wo in einem sehr coolen Lokal spielt. Und dann haben sie eben auch irgendwie von so Rider und so Zeugs gehabt. Und dann hat der Chef von dem Lokal hat dann dieser Band gesagt, hey, ich habe euch da einen Rider, hört euch das mal an. Und dann hat er einfach vorlesen, was eben alles da für Spezialwünsche drin gesehen sind. Und die sind fast verreckt und haben es nicht mehr gecheckt. Und so, was das auch noch? Und jo, wieso muss denn ein Tierchen genau die Größe haben? Und da, 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 da. So. Und ganz am Schluss sagt er, das ist eure Rider. Eben auch mit, cool. Und die haben keine Plasse gehabt, oder? Plasse mit P. Die haben keine Ahnung gehabt, was da alles drin steht. Und irgendwie, das war jetzt so mein kleiner Tipp, weil ich kriege ja mit, dass immer oft Menschen das hören, die irgendetwas mit dem zu tun haben oder werden mit dem zu tun wollen haben. War mein Tipp, gebt nicht ganz die Kontrolle aus der Hand. So, wenn eben irgendjemand sagt, hey, ich mache das für dich und ich schicke Verträge für dich und so, dünnt sicher einmal den ganzen Vertrag durchlesen. Ja? Und es gibt so ein paar Standardsachen drin, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, ja, das muss nicht auch noch drin sein. Und dann merkst du, doch, für das machst du einen Vertrag. Oder? Das gibt ein paar Abschnitte. Das ist einem vielleicht ein bisschen unwohl am Anfang, dass das jetzt auch noch drin steht. Aber es muss sein, weil sonst gibt es immer wieder jemanden, wo man nicht kommt und noch irgendetwas will daraus rausziehen, wo sagen wir, sehr unvorteilhaft für einen selber ist und sehr vorteilhaft für die Person. Also es wird gern beschissen und dort kann man natürlich schon schauen. Aber schauen trotzdem, dass es nicht irgendwie wirkt, als wäre der Bon Jovi. Das will man ja auch nicht. Ja, ja gut, aber die Sachen haben ja auch alle einen Grund. Also es ist absolut. Alles, es passiert ja alles Mögliche. Oder? Also dass Stars wirklich schlecht behandelt werden, das weißt du sicher auch, dass das verschieden, dass das sehr variiert, je nachdem, ja, ja. Mit wem und wo du auftrittst. Also. Das ist das Letzte, was ich mitgekriegt habe. Ich weiss noch, wie bei
große Events im Hallenstadion, so Energy-Events, ich sage jetzt nicht welche spezifischen, aber es hat verschiedene gegeben. Verschiedene, oder? So, also und logischerweise hast du bei all denen hast auch verschiedene Stargäste. Und ich weiss noch, wie im einen Jahr ein Stargast gekommen ist, wo eben im Vorfeld ganz, ganz viel sehr komplizierte Sachen und ganz viele Bedingungen und Zeugs und Sachen und so. Mit mir dann super easy auch. Das Jahr drauf, im Vorfeld, boah, ist das locker, ist das toll, ja, wow, mit so Leuten zusammenarbeiten, das macht dann Spass. Was ist das Ergebnis gesehen? Die Person hat eine halbe Stunde allein auf dem Parkplatz gewartet, weil kein Schwein die Person ist abholen, um dann irgendwie nebenan zu fahren. Also weißt, wenn es dann eben zu locker ist, sind sie so gesehen, ja, läuft ja alles dort, alles kein Problem. Und wenn dann eben ein bisschen Druck gemacht wird, dann sind sie ein bisschen, da müssen wir schon schauen, dass alles stimmt. Darum, es ist ein schwieriges Weil es da einer hat es mal nicht reingelassen ins Hallenstadion, wo wir eigentlich der Star gewesen wären und hat auftreten. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Aber das gibt es natürlich auch oft. Ja, ja. Mhm. Das gibt es auch oft. Es wird ja auch oft gemeint, dass irgendwie was bin ich schon alles gesehen? Der Techniker oder irgendwie der, der die Kasse macht? Oder? Ja. Ist alles Mögliche, alles Mögliche. Und dann irgendwann am Schluss musst du dann eben so ein bisschen sagen, nein, ich bin der, der auftritt. Aber es ist dann immer ein bisschen peinlich. So. Man muss sagen, ich bin eigentlich der Star da, ja. Mhm. Nein, das bist du eben nicht. Also, weißt, ja, das ist ja, aber auch in der Comedy ist es genau das Gleiche. Comedy ist etwas Volksnachs, meiner Meinung nach. Oder? Also ich spiele auch an Ort, wo man mich vorher sieht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie hinter einem Vorhang verstecke. Aber das ist doch auch so eine Regel, wo viele Stars, dass sie sich einfach, dass man die Leute einfach, dass sie nicht vorher dürfen schon irgendwo präsent sein, sondern einfach mal. Genau, aber es ist ja ab und zu so bescheuert, wenn ich dann eben in einer Bar spiele, wo irgendwie 80 Leute Platz haben, soll ich dann irgendwie auf dem WC warten? Oder, weißt, du musst dich verstecken, ja. Genau, das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, nein, ich bin dort und wenn jemand irgendwie vorbeiläuft, sage ich schnell Hallo. Und hat er dann nicht wirklich Probleme damit? Also das funktioniert auch gut. Und die Leute, habe ich das Gefühl, haben jetzt nicht nachher eine schlechtere Show gehabt wegen dem. Weißt? Ja, habe ich auch nicht, nein. Sondern es soll ja mehr eben so, dass das soll es erzeugen. Aber das tust du in der Comedy eh nicht. In der Comedy sind sie so, Schauen wir mal, ob du lustig bist. Erzähl mal einen Witz. Ja. So, wir sind eigentlich schon durch. Du musst eh auch bald gehen und ich muss gehen. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Für das nette Gespräch wieder mal. Ja, spannend. Wie immer. Schau die Bob Ross Doku. Dass du wieder mal ein Doku von Netflix empfohlen. Ja, ich muss mich mit dem ASMR-Thema beschäftigen. Vielleicht wirkt das ja auf mich. Wie kann man da besser einschlafen? Hat nicht irgendjemand auch geschrieben, mit deinem Podcast können wir so gut einschlafen? Gell? Ja, und ja, es sieht auch. Du bist auch schon auf dem Trip. Also, vielleicht können wir auch mal eine ASMR-Version machen. Oder eben meine Stimme sieht es ein bisschen. Meine Stimme sieht ein bisschen. Das. Hey, hallo. Das hat natürlich auch mit diesen spitzen Mikrofonen zu tun, die man da angeschaut hat. Absolut. Ja. Wobei ich gesehen habe, bei diesen ASMR haben sie eher Dienst, eher die Rode-Dinger. Hallo. Weil, dann kannst du noch so ein bisschen mit den Nägeln so ein bisschen über das Dings. Yes. Ja. Yeah. Also, schaut zu euch, auf euch. Und schlafen gut. Schlafen gut. Sleep tight. See you next week.